Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, deinem Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich so sehr, dass du hier bist, denn heute gibt es wieder einen wundervollen Interviewgast und zwar meine gute Freundin Sarah Nuru. Und Sarah war schon mal im Podcast vor einem Jahr und hör dir gerne die Folge auf jeden Fall auch nochmal an, weil die war auch so unglaublich inspirierend. Und in dieser Folge heute habe ich mit Sarah über ihr neues Buch geschrieben, Roots, wo es darum geht, dass sie ihre Geschichte erzählt, ihre Geschichte auch von ihren Eltern erzählt, wie sie damals von Äthiopien nach Deutschland gekommen sind und ja, wie es für sie war, hier in Deutschland aufzuwachsen und wie es auch für ihre Eltern war, hier in Deutschland aufzuwachsen und was es eigentlich bedeutet, sich mit seinen eigenen Wurzeln zu verbinden, was Identität eigentlich bedeutet und ja, was die Eltern von Sarah gemacht haben, was Sarah dabei geholfen hat, wirklich in ihre Kraft zu kommen, in ihrer Kraft zu bleiben und immer zu wissen, dass sie, so wie wir alle, ein besonderer Mensch ist. Und ich fand, dieses Interview war so ein unglaubliches Herzensgespräch. Ich war so oft so berührt und ich habe so viel Nähe und Liebe daraus für mich mitgenommen und freue mich jetzt einfach unglaublich, es mit dir teilen zu können. Und du findest wie immer alle Links zu der Folge in meinen Shownotes hier von der Podcast-Folge. Und bevor es jetzt gleich losgeht, habe ich zwei ganz tolle Neuigkeiten noch für dich. Die erste Neuigkeit ist, ich werde am 29.11., also in 2 Wochen, ein Live-Webinar geben. Das ist komplett kostenlos. Ein Live-Webinar zur Aktivierung von deinem Higher Self. Ich werde mit dir über die 5 Schritte sprechen, wie du in dein Higher Self kommen kannst, dein Higher Self aktivieren kannst. Und ich werde eine sehr, sehr kraftvolle, transformierende Meditation mit dir machen. Und du kannst dich jetzt dafür kostenlos anmelden. Und wenn du dich anmeldest, bekommst du, um dich schon mal energetisch einzustimmen auf das Webinar, eine sehr kraftvolle Meditation, die ich dir aufgenommen habe, die du dir herunterladen kannst und ein PDF, um schon mal mit bestimmten Fragen zu reflektieren, wo du gerade stehst und wie du dich quasi mehr und mehr mit deinem Higher Self im Alltag verbinden kannst. Und all das ist jetzt für dich bereit. Das heißt, den Link dazu findest du auch in meinen Shownotes. Du findest es einfach auf meiner Startseite, auf meiner Webseite. Du kannst dich kostenlos eintragen. Webinar am 29.11. Es wird sehr, 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 sehr toll werden. Und vorab, um dich wirklich darauf vorbereiten zu können, um dich schon mal eintunen zu können, gibt es jetzt die Meditation und das PDF für dich. Und du kannst dich einfach jetzt anmelden und den Link gibt es in meinen Shownotes. Ich freue mich riesig, wenn wir uns in diesem Webinar sehen. Ich bin da schon sehr, aufgeregt und voller Vorfreude, dich da zu sehen. Und die zweite Nachricht ist, es sind sogar 3 Nachrichten, fällt mir gerade auf. Die zweite Nachricht ist, es wird auch wieder einen Adventskalender geben. Einen Selbstliebe-Adventskalender, so wie in den all den anderen Jahren. So, ich habe heute noch einen kleinen Sprachfehler. In all den anderen Jahren auch. Allerdings nicht mehr über WhatsApp, sondern per E-Mail, Video und Facebook. Das heißt, selbst wenn du kein Facebook hast, du bekommst alles auch per E-Mail, es wird Videos geben und es wird wunderschön werden und auch da kannst du dich kostenlos anmelden und die Idee von dem Selbstliebe-Adventskalender ist wirklich, dich in dieser Adventszeit mit dir zu verbinden, in deine Kraft zu kommen und es ist jedes Jahr für mich eine ganz besondere Ehre, diesen Adventskalender zu machen und da so viele Menschen mit glücklich zu machen und du kannst dich dafür ab Freitag anmelden und wenn du dich einfach ganz normal in meinen Newsletter einträgst, kriegst du auf jeden Fall ab Freitag auch alle Infos dazu. Und die dritte Info ist, es gibt in diesem Jahr auch wieder die Awesome People Konferenz von meinem guten Freund Robert Gladitz, wo du dich jetzt für anmelden kannst. Und Robert macht das jedes Jahr auch, die Awesome People Konferenz und es ist eine Online-Konferenz, wo er die inspirierendsten Menschen eigentlich zusammenbringt, die es gerade so in unserem Feld gibt und wo es ganz tolle Experteninterviews gibt, Live-Coachings gibt und auch die Awesome People-Konferenz ist kostenlos und startet gestern quasi, also am Dienstag ist sie schon gestartet. Du kannst dich aber jetzt dafür anmelden und dir alle Videos anschauen und ich glaube, mein Interview kommt am Sonntag und ich muss sagen, es war, glaube ich, wirklich eines der kraftvollsten Interviews, die ich je gegeben habe. Also schau es dir bitte unbedingt an und den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Und jetzt geht's aber wirklich los mit dem Interview mit Sarah Nuru. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei und es ist so schön, dass es dich gibt.
Ich freue mich so sehr, heute die wundervolle Sarah Nuru zum zweiten Mal im Podcast zu haben. Und auf unser erstes Gespräch gab es ja schon so eine Welle der Liebesresonanz quasi auf dich. Und du warst bei unserem Festival und da haben wir da auch nochmal ein Q&A gemacht. Und ich habe das Gefühl, einfach in unseren Gesprächen passiert immer so viel. Und ja. Ich freue mich so sehr, heute wieder mit dir hier auf unserer Couch sitzen zu können und dir ganz viele Fragen zu stellen. Also schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich total, hier zu sein. Ist schon mein Highlight-Termin in der ganzen Woche gewesen. Ich freue mich total und auch, dass wir uns mal wiedersehen. Ja. Und ich komme immer, danach bin ich immer so bestärkt und immer so voller Liebe und auch gute Laune und denke, ah, das habe ich jetzt gebraucht. Eine Dosis Laura. Ja, genau, wirklich. Deshalb, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich auch so sehr. Und für alle, die jetzt gerade reinschalten quasi und denken, Sarah Nuru, weiß ich nicht, habe ich vielleicht noch nie gehört, ist überhaupt nicht schlimm, es ist unwahrscheinlich und es ist aber auch überhaupt nicht schlimm, weil ihr könnt einfach die erste Folge, die wir aufgenommen haben, zuerst anhören, würde ich vorschlagen, weil da haben wir ja ganz viel schon gesprochen über deine Karriere bei Germany's Next Topmodel und Nuru Coffee und all die tollen Dinge, die du schon gemacht hast. Jetzt hast du aber was anderes ganz Tolles gemacht. Du hast ein Buch geschrieben. Genau. Roots. Mhm. Ja. Wie fühlt sich das an? Erstmal irgendwie das erste eigene Buch? Also ich bin jetzt erstmal erleichtert, dass ich das überhaupt fertig bekommen habe, dass ich ja, dass es in der Hand halten darf und auch, dass meine Geschichte oder das, was ich geschrieben habe, auch Gehör bekommt und dass Menschen das lesen können und eine eigene Meinung machen können. Und hoffentlich auch was rausziehen, was sie weiterbringt, vielleicht Klarheiten, Unklarheiten löst. Und ja, aber ich bin erstmal überhaupt so glücklich, dass ich das geschafft habe, weil ich echt manchmal gedacht habe, warum habe ich das jemals nur zugesagt und so? Und worauf habe ich mich da überhaupt eingelassen? Und man hat ja so viele Selbstzweifel in dem ganzen Prozess. Und ich bin jetzt einfach echt erleichtert und auch froh, das jetzt fertig zu haben. Also erst auch nochmal herzlichen Glückwunsch, ich finde es so schön und bin so stolz auf dich. Also mega schön. Wir müssen dazu sagen, wir zeichnen ja hier gerade auch auf und wir haben beide festgestellt, dass wir das Buch nicht da haben. Ich, so sind wir. So ja, sind wir halt. Ich hab echt, ist aber ja nicht so schlimm. Klassiker, ne? Ich dachte, oh ja, ich wusste nicht, dass auch noch gefilmt wird. Ich bin froh, dass ich mich überhaupt schön gemacht habe und ein bisschen geschminkt habe, weil normalerweise das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, da ja. Saßen wir am Küchentisch in Jogginghosen. So. Genau, ja, wirklich. Also deshalb ja, habe ich das Buch jetzt nicht dabei, aber ist, glaube ich, nicht so schlimm, ja. Weil es geht ja darum, vor allen Dingen, was drinsteht. Und magst du einfach so ein bisschen schon mal anfangen, erzählen, beziehungsweise ich würde, glaube ich, noch mal woanders anfangen. Weil ich glaube, dass viele, die auch hier den Podcast zuhören, selber gerne sowas machen würden, wie ein Buch schreiben. Ihre Geschichte vielleicht aufschreiben. Das, was sie inspiriert, was in ihrem Kern ist, irgendwie in die Welt bringen. Mhm. Und du hast gerade auch schon angedeutet, du hattest selber Selbstzweifel, während du geschrieben hast, wahrscheinlich am Anfang. Wann war der Tag, als du gedacht hast, ich schreibe ein Buch? Und was war das für ein Moment und was ist dann passiert? Also es war eigentlich ein sehr langer Prozess von insgesamt 4 Jahren, wenn ich ehrlich bin. Das hat eigentlich angefangen, als ich 2015 einen TED-Talk halten durfte und daraufhin angefragt worden bin, ob ich nicht ein Buch schreiben möchte über Identität, weil ich in dem Podcast, in dem TED-Talk darüber gesprochen habe, dass es über das Erwachsenwerden oder auch das Wohlfühlen in seiner Haut und aber auch in Ordnung ist, unterschiedliche Rollen zu haben. Und nur weil ich heute das Model bin, heißt nicht, dass ich es morgen bin oder auch sein möchte. Und da hatte ich noch nichts gegründet und hatte nur diese Idee im Hintergrund von Nuru Coffee und Nuru Woman und hatte das Gefühl, ich muss das jetzt mal loswerden, dass ich nicht nur das Model bin und dass es okay ist. Und dann wurde ich daraufhin gefragt und ich war total so, hä, wie? Warum soll ich jetzt ein Buch schreiben? Bloß nicht. Ich habe doch noch gar nichts gemacht. Wovon soll ich schreiben mit 25, gerade mal 26? Ich muss das Leben doch erstmal leben. Und habe gesagt, nee, das geht nicht. Und vor allem, darf ich das überhaupt? Ja, ich habe immer das Gefühl, ich brauche eine Erlaubnis von jemandem, der sagt,
ja, du darfst ein Buch schreiben. Oder ich habe zu sehr darüber nachgedacht, wie das ankommt. Und was ich wollte halt nicht, dass es so ist, oh, so ein Promi-Buch. Ja, jetzt schreib dir ein Buch. Und ich habe das selbst auch noch nicht so in mir gespürt und habe aber das dann abgesagt. Ich habe gesagt, das kann ich nicht. Und weil du diese Stimme im Kopf hattest, genau, die sofort bewertet hat und abgewertet hat. Und ja, gesagt, sofort. Wer bist du schon, dass du das jetzt machen Ja, kannst? Und wer will das überhaupt lesen? So, oder was denkst du von dir, dass du überhaupt, also dass das, was du machst, so lesenswert ist, ja. Und diese nette Stimme in unserem Kopf. Ja, wirklich. Und dann dachte ich mir so, oh, aber ich muss sagen, dass es immer in meinem Hinterkopf war, über die Jahre hinweg. Und ich mir gedacht habe, oh, Sarah, jetzt warst du so feige, jetzt hast du es nicht gemacht. Und dachte mir aber trotzdem, naja, jetzt arbeite erstmal, mach mal das, lebe dein Leben. Und habe dann witzigerweise, wo wir uns kennengelernt haben, das allererste Mal, wo wir uns begegnet sind, beim Edition F, Female Future Force Day, habe ich ja auch einen Vortrag gehalten oder ein Gespräch geführt und wurde daraufhin wieder gefragt. Und ich habe in meinem E-Mail-Account, das war echt verrückt, wirklich, das hatte ich noch nie, 2 Anfragen hintereinander mit einem ähnlichen Betreff. Ein Buch von Sarah über Sarah und dann, wie wäre es deine Geschichte und sowas ähnliches. Und ich dachte, hä, warum schicken die zweimal die Anfrage? Ich dachte, das ist die gleiche Anfrage, nur mit einem anderen Betreff, bis ich gecheckt habe, dass es 2 unterschiedliche Verlage waren. Wahnsinn. Und dann dachte ich... Das Universum so, Sarah! Und dann dachte ich mir, nun ja, Sarah, also, wenn jetzt, also wie viele Zeichen brauchst du noch? Ja. Und und war echt so, ich dachte, das gibt's, aber das hatte ich ja noch nie, also wirklich ja. 2 genau untereinander. Und dann dachte ich mir, na gut, jetzt hörst du es dir mal an. Und es ist mittlerweile 4 Jahre vergangen und ich habe mein Business gegründet. Ich habe mit Sali unser Traum verwirklicht, mit Nuru Coffee und Nuru Woman. Und dann habe ich mich getroffen ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber jetzt schweife ich komplett aus. Aber ich finde, glaube ich, spannend, also, wie das entsteht. Ja, weil das ist so, man denkt, ja, dann schreibt man ein Buch und so. Und das war so einfach überhaupt nicht. Das war wirklich ein sehr langer Prozess. Und ich glaube, der größte Prozess mit mir selber. Weil ich nicht wusste, ob ich das darf. Ja? Und, oder auch kann. Das ist ja nicht nur das Dürfen, sondern auch das Können natürlich. Und woher auch? Man hat es ja noch nie gemacht. Ja, eben, ja. Genau. Und dann habe ich mich mit denen jeweils getroffen und dachte mir so, war immer noch nicht so ganz überzeugt, weil ich einfach zu unsicher war und dachte mir, nee, ich möchte das anders machen. Ich glaube, es ist wichtig, dass ich mal mit mir damit auseinandersetze, nicht was ein Verlag möchte, dass ich schreibe, sondern was ich eigentlich wirklich schreiben möchte. Was möchte ich überhaupt erzählen? Und hatte das Gefühl, dadurch, dass 2 unterschiedliche Verlage unabhängig voneinander wollten, dass ich ein Buch schreibe, habe ich die Erlaubnis bekommen, dass ich das darf. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn es so ist, beschäftige ich mich mal mit dem Thema. Und worüber will ich eigentlich erzählen? Und dann habe ich wirklich angefangen, mich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Weil ich wollte ja nicht wie gründe ich ein Business-Buch schreiben oder auch nicht einfach nur ich habe es gemacht so, also mach das so. Also ich bin auch ich bin nicht so gut in Ratschläge geben, weil ich das Gefühl habe, ich lerne den selber, muss ich doch alles erst noch lernen. Und dachte mir aber, ja, okay, vielleicht macht das Sinn, weil ich gemerkt habe, dass ich in der ganzen Entstehung und dieser Selbstfindungsphase und dieser Umbruchsphase von Model zur Gründerin, hat mir Geschichten von anderen Frauen gefehlt, speziell von Frauen, die mutig waren, neue Wege zu gehen. Und ich hatte das Gefühl, es war nicht einfach, der Weg. Und dieser ganze Prozess und diese Zweifel, das festzuhalten, um auch aufzuzeigen, wir alle haben diese Unsicherheiten. Egal, woher man kommt, egal, was für ein Background man hat. Und dass es okay ist. Und dass man, oder anhand jetzt meiner Geschichte auch zeigen kann, dass Mut am Ende belohnt wird. Und und dann habe ich angefangen, mich damit echt auseinanderzusetzen, es auch zuzulassen. Und von da an hat es auch Spaß gemacht.
ich habe niemandem davon erzählt, bis zur letzten Sekunde, ehrlich gesagt, bis ich mein Buch fertig geschrieben habe. Erst dann habe ich erzählt, dass ich ein Buch... Wirklich? Ja, weil ich mir gedacht habe, oh mein Gott, wenn ich es nicht hinkriege und wenn es scheiße ist und wenn ich nicht dahinter stehe, dann kann ich vielleicht noch einen Rückzieher machen. Weil wenn ich es ausspreche, passiert, dann ist es so nah. Und das heißt, du hast dich heimlich zu Hause hingesetzt und geschrieben? Ja. Keiner wusste? Also meine Familie wusste, meine engsten Freunde, weil die mich einfach nicht mehr gesehen haben. Und ich habe ja kein Leben mehr gehabt, weil man ist ja schon sehr zeitintensiv. Und die arme Sally, die hat in meinen Rücken freigehalten in der Zeit. Also an dieser Stelle nochmal ein Shoutout, also ohne sie hätte das alles gar nicht funktioniert, weil sie hat sich um Nuru Coffee gekümmert, um Nuru Woman und hat alles so gestemmt, dass ich einen freien Rücken hatte, überhaupt das auch alles festzuhalten. Und es war eine unglaubliche Erfahrung, dieses Prozess des Schreibens, weil ich das ja so gar nicht kannte und muss aber auch sagen, dass ich Unterstützung hatte von einer super tollen Journalistin und auch Autorin, die mir geholfen hat, den richtigen Ton zu finden. Mhm. Auch so, wie man die Tonalität, also quasi den roten Faden und auch den Spannungsbogen aufhört. Das sind alles so Feinheiten, das weiß ich ja gar nicht. Und ich bin auch der Meinung, ich habe einen unglaublichen Respekt vor gerade fiktiven Autoren, die Geschichten erfinden, weil ich hatte das einfach, verhältnismäßig einfach, ist ja meine Geschichte, ich habe das Leben gelebt, ich wusste so chronologisch gesehen, das ist mehr oder weniger rekonstruiert. Genau. Ja. Und auch, aber deshalb für mich, ich habe einen unglaublichen Respekt jetzt noch mehr, weil ich jetzt in eine neue Branche, ein neues Feld reinblicken durfte, die mir vorher total fremd war. Und ich finde das total spannend, einfach auch mal zu sehen, wie andere Branchen funktionieren und wie viel Arbeit auch dahinter steckt. Und ich lese heute auch andere Bücher, also ich habe gar keine Zeit, um andere zu lesen, aber ich werde andere Bücher ganz anders lesen. Und das ist, und ich muss auch sagen, in meinem Buch geht sehr viel ja auch um meine Familiengeschichte. Bei mir war es wichtig, nicht nur aufzuschreiben, warum ich das mache, was ich heute mache, weil ich glaube, man muss einen Schritt vorher gehen, zurückgehen und auch beschreiben, woher ich komme und warum ich das mache, was ich heute mache. Und dieser Prozess mit meiner Familie, wirklich nochmal in die Vergangenheit zu reisen und zu rekonstruieren und auch herauszufinden eigentlich, wie es damals für die waren. Wie sind sie überhaupt nach Deutschland gekommen? Wie war es für sie, zu flüchten. Das war auch so ein Riesenkapitel in meiner Familiengeschichte, die wir lange gar nicht thematisiert haben. Und auch erst mit dem Buch, wie uns alle zusammengesetzt haben und auch darüber gesprochen haben. Und auch meine Geschwister, ist ja auch ein sehr sensibles Thema, weil ich gebe sehr viel Privates wieder, ohne dass es zu, wie sagt man, also ich weiß nicht, wie man das sagt, aber ich meine im Sinne von sehr viel über... Es ist nicht so intim. Genau. Ohne, dass es zu intim ist, aber es ist trotzdem sehr privat. Und es war auch natürlich, ich habe nur mal 3 Geschwister. Und nur weil ich in der Öffentlichkeit stehe, heißt es nicht, dass meine Geschwister das auch wollen, dass ihre Familiengeschichte veröffentlicht wird. Aber es war gerade für meine Eltern wichtig, dass ihre Geschichte erzählt wird als die Migranten, als die Ausländer, die geflüchtet sind, die hierher gekommen sind mit nichts und auch aufzuzeigen, dass es Menschen vor 33 Jahren gab, die diese fremden Menschen vor meiner Eltern aufgenommen haben und dass es solche tollen Menschen heute noch gibt. Und gerade wir sind so in einer gespaltenen Gesellschaft und es rückt immer mehr nach rechts. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man gerade jetzt auch mit positiven Beispielen vorangeht und zeigt, dass es eben nicht jeder ist gegen Ausländer. Und das war schon in den 80er Jahren nicht so und das ist heute auch nicht so. Und da diese Freundschaft zwischen Hilde und Werner, die Familie, die meine Eltern aufgenommen haben und die auch, denen ich zu verdanken habe, dass ich auf der Welt bin, das beschreibe ich in dem Buch. Und das ist auch sehr therapierend, um ehrlich zu sein, weil
ja, es ist einfach, ich verstehe, habe meine Eltern in diesem ganzen Prozess viel besser verstanden. Ich habe eine viel engere Nähe zu ihnen, weil ich heute auch mehr weiß, was sie eigentlich alles aufgeopfert haben für uns Kinder. Und auch meine Geschwister sind mir sehr dankbar, dass ich die Zeit genommen habe, dass ich das auch festgehalten habe. Nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kinder später. Ja. Ich glaube auch, so wie du das gerade erzählt hast, ich stelle mir das auch so heilsam vor, das auch von den eigenen Eltern dann zu hören, deren Perspektive und einfach das, wo sie vielleicht auch bis zu einem bestimmten Zeitpunkt gar nie drüber sprechen wollten, das irgendwie dem Ganzen nochmal Raum zu geben, dass das da sein darf. Und was ich jetzt so schön an deiner Geschichte auch finde, ist, es gibt ja diese Heldenreise. Das ist ja so dieses typische Modell von Filmen und auch von Büchern, dass sozusagen jemand loszieht und aus seinem normalen Rahmen rausgenommen wird und dann Erkenntnisse hat und dann irgendwas mitbringt, was für alle anderen total wertvoll ist. Ne? Also, dass der Held dann nach Hause kehrt. Und ich habe so das Gefühl, so dein Buch ist so ein bisschen so der Abschluss von so einer Heldenreise. Irgendwo auch der Anfang, aber irgendwo auch der Abschluss, weil das Buch irgendwie so all die Heldenreisen erzählt, die es gebraucht hat, damit du jetzt heute irgendwie da sein kannst, wo du auch bist. Das ist schön. Ja, das ist wirklich, also ich hätte nicht gedacht, dass das so, so sehr viel nicht nur mit mir macht, sondern mit der ganzen Familie und dass es uns so nahe gebracht hat, noch, obwohl wir sowieso schon sehr nah sind, aber jetzt sind wir noch viel näher und haben ein viel besseres Verständnis füreinander und auch den Respekt, also ich hatte schon immer unglaublichen Respekt vor meinen Eltern, aber ich habe heute einen anderen Blick, weil ich jetzt eher verstehe, was sie durchgemacht haben. Und ich habe auch so eine tiefe Dankbarkeit für die Art und Weise, wie sie uns erzogen haben. Und nicht nur Liebe, sondern auch mit dem Gefühl, dass wir alles sein können, was wir wollen. Dass wir alles werden können, was wir wollen. Und dass wir besonders sind. Also das merke ich jetzt, je älter ich werde, wie diese Erziehung uns geprägt hat. Kannst du dich noch erinnern, als du die erste Seite angefangen hast zu schreiben, wie das war? Hat lange gedauert, weil ich, glaube ich, 100 Mal alles wieder gelöscht habe. Aber ich wusste nämlich nicht, wie ich anfangen sollte, weil ich wollte nicht so, oh, meine Geschichte und so und da, sondern ich habe dann einen Weg gefunden, meine Eindrücke, meine ersten Erlebnisse in Äthiopien zu beschreiben durch die Augen von Sally. Weil wir sind gemeinsam, wir sind 2014 das erste Mal zusammen nach Äthiopien gereist, im Auftrag des Cafés. Und es war so interessant zu sehen, wie sie all das durchlebt, was ich schon durchlebt hatte, aber ganz alleine durchlebt habe. Und plötzlich ich was mit ihr teilen konnte, weil sie ist immer meine große Schwester und sie war mir immer Sachen voraus. Aber die Nähe zu Äthiopien und meine Erfahrungen im Land meiner Eltern, das konnte ich meinen Geschwistern nicht teilen. Ach, du warst schon in Äthiopien, deine Geschwister noch nicht? Also als wir 14 waren, schon mal zusammen im Urlaub. Aber ich habe ja dann angefangen mit 19, nämlich aktiv mit Menschen für Menschen, die Hilfsorganisation von Karl-Heinz Böhm auseinanderzusetzen und als Botschafterin zu arbeiten und immer wieder ins Landesinnere zu fliegen. Und ich wollte nicht in dem Buch einfach so meine Erfahrung schildern, sondern durch die Augen von Sally, wie für sie der Anfang war und ich beobachten konnte, wie sie das erlebt, was ich viele, viele Jahre vor ihr erlebt habe. Und wie diese Erkenntnisse und diese Eindrücke, diese Konfrontation mit der eigenen Identität oder aber auch mit der eigenen privilegiert sein, weil wir sind in Deutschland geboren. Also ich bin in Deutschland, was Sally nicht, aber trotzdem, wir sind hier groß geworden. Wir haben ein so selbstverständliches Leben und auch Verständnis für, dass wir alles sein können, dass wir alles werden können, dass wir Bildung genießen mit einer Selbstverständlichkeit, dass wir den Wasserhahn aufmachen und es fließt einfach sauberes Trinkwasser. Und plötzlich konfrontiert zu werden mit diesen Luxus, weil es ist ein Luxus, die nicht alle haben auf dieser Welt.
Und zu sehen, dass die Erkenntnisse, die Sali jetzt macht in dieser Reise, uns wieder näher bringt. Und das, als ich diesen Schlüssel gefunden habe, wie ich das schreiben kann, war ich so glücklich, weil ich dachte so, ja, genau so will ich das. Also das ist eben nicht dieses klassische Mi, 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 sondern das auch einfach auch im Zusammenhang auch mit dieser Schwesternliebe, die Sali und mich, was uns verbindet. Und auch dieses, plötzlich die große Schwester ist dann plötzlich die kleine Schwester. Die kleine Schwester, weil, und die kleine Schwester hat der großen Schwester was voraus. Und auch, wie auch diese, wie wir uns weiterentwickeln. Nicht nur als Schwestern, sondern auch als Geschäftspartner und als Freunde. Und das ist, ich glaube, insgeheim ist es, das wird sie nicht gern hören, aber es ist eine Hommage an Sali. Sie will, wenn, ja, ich weiß, also. Ist ja auch ein schöner Buchtitel. Ja. Ja, aber schön. Als du angefangen hast, mit deinen Eltern darüber zu sprechen, dass du das Buch schreibst und dass es in dem Buch für dich viel um Identität geht und um Wurzeln, was war das, was deine Mutter dir erzählt hat, was dich vielleicht am meisten berührt hat? Und was war das, was dein Vater dir erzählt hat, was dich am meisten berührt hat? Ich glaube, meine Mutter, was mich am meisten berührt und überrascht hat, war, mit was für einer Willenskraft sie hier angekommen ist. Sie wollte ein neues Leben, eine bessere Perspektive für ihre Kinder. Susi war damals 4 Jahre alt und Sali 10 Monate, als sie von der Grenze von Sudan, also meine Eltern haben in Tessenay gelebt, alleine mit einem Flugzeug, weil die so viel Geld gespart haben, damit sie, also Gott sei Dank konnten die damals fliegen, aber alleine über Sudan, Khartoum und dann nach Deutschland kam, Sudan, Khartoum, Kairo, so war das. Und also wirklich mit nichts. Sie und ihre beiden Töchter. Sie und ihre beiden, mein Vater musste in Äthiopien bleiben, weil das Flugticket nicht, also das Geld hat nur für ein Ticket gereicht. Oh. Und man hat auch gehofft, dass für Frauen mit Kindern einfaches ein Visum zu, also ein Asyl zu bekommen. Und damals war in Äthiopien herrschte Bürgerkrieg, die Hungersdürre ist ausgebrochen, also es gab keine Perspektiven. Und wie meine Mutter ohne Englischkenntnisse, ohne dass sie jemals außerhalb ihres Landes war, plötzlich in einem ganz fremden Land ist und sie es aber trotzdem geschafft hat, mit erhobenem Hauptes und auch mit so viel Zuversicht und Hoffnung anzukommen. Und es gibt eine Szene, die sie mir gesagt hat, wo ich mir dachte, ach krass, ja, wie fühlt sich das an? Weil sie gesagt hat, das erste Mal, als sie angekommen ist, also sie kam sie so einem Erst, also nee, das ist noch ein Schritt davor, aber sie ist mit in Berlin angekommen, in Friedrichstraße. Und es gab so ein Schlupfloch von, also diesen Tegel, ich komme ein bisschen durcheinander, sorry, okay, ich mach nochmal. Die ist in Tegel angekommen und konnte dank einem Schlupfloch von der DDR nach West-Berlin. Das gab es so Mitte der 80er Jahre. Und sie hatte immer gedacht, oh Gott, hoffentlich passiert nichts, wird sie nicht von irgendwelchen Männern oder irgendwas, dass irgendwas passiert. Aber am Ende war plötzlich nicht irgendein fremder Mann, wovor sie Angst hatte, sondern eine Rolltreppe. Weil sie kannte das nicht, diese fahrende Treppe. Und sie beschreibt, als ich dann mit ihr gesprochen habe, wie sie nicht mehr Angst hatte, wie vor dieser Treppe. Und die Susi, damals 4 Jahre alt, zu meiner Mutter sagte, dass sie keine Angst haben soll, dass sie die Augen zumachen soll und ihr die Hand reichen soll, weil sie ihr hilft. Und meinte nur so, lass die Leute schauen. Weil die haben natürlich drumherum gucken, die bei meiner Mutter, die kannte das nicht, die kannte diese Treppe nicht. Und plötzlich war diese kleine, ihre 4-jährige Tochter, so diese Erwachsene, die sie gestützt hat. Ja? Und das war so, wo ich denke, ah, krass, ja, wie ist das wohl für jemanden, der das nicht kennt? Oder auch, als sie dann plötzlich im Erstauffanglager angekommen ist und plötzlich
sie auch mit, sie kam in einem Spätseptember an. Es war kalt. Und sie gab vom Roten Kreuz gab es Kleidung zur Verfügung. Und sie gesagt, sie hat noch nie so viel Kleidung gespürt. Dieses, wie sich dieses Gewicht anfühlt. Und das sind so Kleinigkeiten, wo ich mir denke, krass, das ist so selbstverständlich. Und das waren so für sie so das ganz, das kannte sie alles nicht. Und dass sie aber trotzdem mit der Zeit dann, die wurde dann von einer Familie aufgenommen. Also eine Woche, nachdem sie in diesem Auffanglager war, von Hilde und Werner. Und das ist das Beste, was ihr passieren konnte, weil es eine Familie, die ein altes Haus hatten, ein altes Gasthaus, was sie umgebaut haben, in unterschiedlichen Wohnungen. Und die haben gelesen, dass schon damals, eben 1986, eine Flüchtlingswelle gab. Und die haben es als christliche Tat empfunden, dass sie diesen freistehende Wohnung zur Verfügung stellen. Und wie es der Zufall wollte und das Glück wollte, wurde meine Mutter mit Susi und Sali dieser Familie zugeordnet. Und was die gemacht haben, ist, die haben nicht nur meine Mutter aufgenommen, ihr das Fahrradfahren beigebracht, sie in ihr Leben integriert, sondern die haben so viel mehr gemacht. Die haben wirklich sie als Teil der Familie aufgenommen. Die haben meine Geschwister wie ihre eigenen Kinder aufgenommen. Und es ging so weit, dass sie ein Jahr später meinen Vater nach Deutschland geschmuggelt haben. Weil, das war echt, und das ist so eine Geschichte, die aus der Perspektive von meinem Vater, mir war nicht bewusst, wie er nach Deutschland kam. Ich wusste, die haben immer früher gesagt, ja, mit dem V geschmuggelt. Ich dachte, das ist ein Scherz und ich wusste nicht, was es bedeutet. Und mir wurde auch ehrlich gesagt erst 2015 bewusst, dass meine Familie auch Geflüchtete sind. Man hat darüber früher nie gesprochen. Man hat ja gesagt, ja, meine Eltern sind gekommen, um aufgrund von, für die bessere Zukunft ihrer Kinder. Aber was es eigentlich bedeutet hat und was sie aufgeopfert haben und wie dieser Schritt war, das darüber hat man nicht gesprochen. Und als ich gemerkt habe, dass 2015 zum Beispiel, als man die Bilder gesehen haben von den ganzen, diese Flüchtlingswelle und so, und ich gemerkt habe, wie meine Eltern wirklich so heulend vorm Fernseher saßen, habe ich gemerkt, dass sie sich wiedersehen. In all diesen Menschen sehen sie sich selber. Und erst dann wurde mir bewusst, ach krass, das ist auch unsere Geschichte. Ich bin auch eine von denen. Und das ist unglaublich, weil mich gäbe es heute nicht ohne Hilde und Werner. Hätten sie nicht den Mut gehabt, meinen Vater von Italien nach Deutschland zu schmuggeln. Und die damals, das Schlupfloch über die DDR nach West-Berlin war dicht. Die haben das zugemacht. Das heißt, mein Vater konnte nicht nachkommen. Und mittlerweile war meine Mutter total integriert und im Sinne von integriert, das war auch nicht so einfach, das war ein Prozess. Die ist in einem 400-Seelendorf angekommen, in Grümbach, das ist ein Vorort von Erding. Und Erding ist ein Vorort von München, also wirklich deep, deep Dorf. Und die kannten das nicht. Eine fremde, also die einzige Ausländerin in diesem Dorf war eine Teresa und die kam aus Italien. Und und die haben meine Mutter, die haben dann wirklich den Mut auf sich genommen und haben ihre Kinder, Uli und Sonja, eingepackt und sind nach Bozen gefahren, um meinen Vater unter dem Sitz von deren VW-Bus zu schmuggeln, indem sie, Hilde hat sich ans Steuer gesetzt, damit es ausschaut, als wäre es ein Familienurlaub. Die Kinder hatten ihre Skisachen dabei. Und die haben sich schlafen gelegt, als sie über die Grenzen gefahren sind. Und mein Vater, der war die ganze Zeit unterm Sitz versteckt. Und als ich meine Eltern befragt habe, wie sie überhaupt nach Deutschland gekommen ist, wie es damals war, ich konnte meinen Ohren nicht hören, trauen, wie der das beschrieben hat, wie es eigentlich für ihn, er kannte diese Menschen nicht. Damals gab es ja noch kein Telefon und all diese, so, es gab nur so Faxe, die man zweimal verschickt hatte. Und dann wusste er, okay, meine Mutter, die ist sicher bei dieser Familie in Grümbach. Dass die ihn holen wollen, was er auch unglaublich war, weil am Anfang war das Ganze, ich springe jetzt ein bisschen, ich hoffe, das ist jetzt nicht verwirrend. Aber
Am Anfang war das ganze Dorf gegen meine Mutter, weil die nicht wollten. Die wollten keine schwarze Frau in ihrem Dorf. Die hatten Angst vor ihr, die wollten nichts Fremdes. Und meine Mutter, die es nicht besser wusste, hat und einfach so ist, wie sie ist, hat eine Kaffeezeremonie gemacht. Und weil man muss dazu sagen, das Einzige, was sie dabei hatte, war ein Koffer mit Kinderkleidung. Aber die hat auch Kaffeeutensilien dabei für eine Kaffeezeremonie, weil das das einzige Stück Heimat war, was ihr geblieben ist. Und sie hat, weil sie das von Afrika kennt, da findet alles im Freien statt. Man sieht wirklich, man kann am Leben der Menschen teilnehmen oder sehen, weil das alles halt im Freien stattfindet. Und meine Mama hat, so wie sie es von zu Hause kennt, halt die Kaffeezeremonie draußen gemacht und Nachbarn eingeladen. Aber es kam niemand. Über Wochen auch niemand. Und meine Mutter hat es aber beharrt und sie hat angefangen, immer mittwochs diese Zeremonie zu machen, weil sie am Mittwoch nach Deutschland kam. Und mit der Zeit, weil der Duft des Kaffees, der ist ja ungewöhnlich, aber sehr speziell, kamen die Nachbarn einzeln. Und bis es dann zur Institution wurde und sie gemerkt haben, oh, die Frau will denen gar nichts Böses. Und diese Menschen, die anfangs gegen sie waren, die haben innerhalb von, also meine Mutter ist Ende September, Anfang Oktober angekommen. Und an Weihnachten haben all diese Menschen, die gegen sie waren, wirklich sich in der Pfarrergemeinde getroffen haben und gesagt haben, sie soll wieder gehen, Geld gesammelt, Spenden. Also die haben ihr Kuverts geschickt mit 50-Mark-Schein oder die Hilde war unglaublich aktiv, hat viel in den Zeitungen darüber über das Schicksal von Mulu Nuru und ihren zwei Kindern und dass der Mann nicht kommen kann. Am Ende kamen 6.000 D-Mark zusammen. Und alle wollten, dass Hussein Nuru, der Mann von Mulu, kommt. Und das war so unglaublich, wie das auch zeigt, wie sich das auch ändern kann. Natürlich, dass diejenigen, die Angst haben am Anfang. Und das ist ja oftmals aus Unsicherheit, auch weil sie es nicht besser wissen. Und die aber an meine Mutter eben so beharrt war. Und sie, obwohl sie nicht katholisch ist, ist sie immer sonntags mit in die Kirche gegangen. Die hat bei Gemeindetreffen teilgenommen. Die hat sich einfach versucht zu integrieren, ohne dabei ihre eigene Kultur zu vergessen. Und das ist einfach toll. Und das beschreibe ich. Und auch das herauszufinden, ich habe eine unglaubliche tiefe Liebe zu Hilde und Werner. Die hatte ich sowieso, die sind unsere erweiterte Familie heute noch. Aber wenn ich das so im Detail, als ich das alles so mitbekommen habe und auch wie das war und dass es nicht so einfach war, aber dass sie sich für diese fremden Menschen eingesetzt haben, gibt mir Hoffnung, dass es die heute auch noch gibt. Es gibt so viele Menschen, die bereit sind, Gutes zu tun. Und unsere Geschichte ist ja nur eine von ganz vielen. Also und man fragt sich ja auch immer wieder, was passiert mit den Menschen, die hierher kommen? Und mir war es wichtig, mit dem Buch auch aufzuzeigen, dass Gutes passieren kann. Dass diese Menschen auch einen Beitrag leisten können oder versuchen, einen Beitrag zu leisten. Und wenn man ihnen die Hand reicht, Gutes passiert. So schön. haben deine Eltern erzählt, wie der Tag war, als sie sich wiedergesehen haben? Ja, also die Sache war so, dass die Familie sich auf den Weg nach Bozen gemacht haben, aber meinen Vater nicht gefunden haben, weil es gab irgendwie eine Zeitverschiebung und es gab auch kein Telefon. Also die sind zurückgefahren, 4-5 Stunden zurück von Italien nach Deutschland und mein Vater war nicht im Auto. Und meine Mutter war am Boden zerstört, die Susi, die damals 4 Jahre alt war, die jeden Tag wirklich über ein Jahr lang gefragt hat, wann kommt Papa, wann kommt Papa, wann kommt Papa. Meine Mutter sich immer eine Nacht in den Schlaf geweint hat. Tagsüber hat sie versucht, glücklich und so. Man mag glückliche Menschen lieber als deprimierte Frauen, die den ganzen Tag nur weinen. Deswegen hat sie immer gute Miene gehabt, aber abends sich immer in den Schlaf geweint, weil sie meinen Vater vermisst. Und plötzlich war er nicht da. Obwohl diese Menschen diesen Aufwand und sich in Gefahr gebracht haben und dorthin gefahren sind, nach Italien, um in der Hoffnung, meinen Vater schmuggeln zu können. Und es hat erst beim zweiten Mal geklappt. Aber natürlich
Weil die sind dann ein paar Tage später nochmal dorthin gefahren und haben dann meinen Vater gefunden. Und die wussten aber auch nicht, schafft er es über die Grenzen. Damals gab es noch Grenzen, Italien, Österreich, Österreich, Deutschland. Und als sie wiedergekommen sind, war meine Mutter so nervös, weil sie nicht wusste, wird er da sein oder nicht. Und als er dann da war, ist die Susi zu meinem Vater gerannt, die ihn ja ein Jahr lang nicht gesehen hat und 24 Stunden, 365 Tage lang nach ihm gefragt hat, auf ihn gesprungen. Und meine Mutter konnte es gar nicht glauben, dass sie endlich wieder vereint sind, weil sie dachte, die werden sich nie wiedersehen. Und ja, die haben halt, also alle haben geweint, das Ganze, also Hilde und Werner, die alle, die da waren, die waren alle so fertig mit den Nerven und so glücklich. Und weil, und auch die beiden, die haben auch gesagt, die wussten nicht, weil das ist ja was Illegales, was sie gemacht haben. Das darf man nicht vergessen. Beide, sie ist Lehrerin gewesen, er war Oberarzt, der mich später auch witzigerweise auf die Welt gebracht hat, weil er Gynäkologe ist. Schicksal, oder? Das glaubt man nicht, aber es ist wirklich so. Aber die haben sich beide in Gefahr gebracht und auch ihre, nicht nur, die haben ihre Jobs auf jeden Fall, und die hätten auch, ich weiß nicht, ob die ins Gefängnis hätten müssen, aber in dem Moment haben die gemerkt, es war es so wert, ja, weil diese Familie wieder vereint ist. Und als Dankeschön haben meine Eltern ein ganzes Fest für all die in dem Dorf veranstaltet. Meine Mama hat äthiopisch gekocht und dem Dorfbewohner gezeigt, wie man mit den Händen isst. Und bis heute haben wir eine ganz tiefe Verbundenheit mit den Menschen in Grünbach und auch mit denen in Erding, weil das ja dann... also es ist unglaublich und ich glaube, ich bin heute so, wie ich bin, weil meine Eltern so viel Gutes widerfahren ist und sie so viel Hilfe bekommen haben, dass sie uns nie gesagt haben, ihr müsst extra euch anstrengen oder euch wird nichts geschenkt. Und man kriegt ja in der Erziehung manchmal ja auch so viel Negatives, immer so ein Beigeschmack von, du bist nicht, genau, du bist nicht genug, du musst mehr machen. Ja. Und das, ich glaube, die Tatsache, wie sie hier angekommen sind, hat sehr viel mit meinem Selbstverständnis zu tun. Ich habe das Gefühl, ich sehe in jedem Menschen erstmal primär was Gutes. Und weil wir Gutes widerfahren haben. Und ja, und und ich hoffe, dass dieses Buch Menschen dazu auch anregt, mal drüber nachzudenken, wer diese Menschen eigentlich sind, die hierher kommen. Und dass jeder eine Geschichte hat. Und es ist nicht eine Masse, es sind einzelne Personen mit einzelnen Geschichten, einzelnen Schicksalen und einzelnen Beweggründen. Und mein Vater hat das natürlich nicht so, also am Anfang nicht so einfach, als er dann gekommen ist, weil meine Mutter war ihm ein Jahr voraus. Plötzlich ist der sich immer um die Familie gekümmert hat, in der Situation, der spricht die Sprache nicht. Er durfte nicht arbeiten am Anfang. Ihm wurde kein Sprachkurs erlaubt, weil er ist ein Automechaniker. Und die gesagt haben, er braucht für seinen Job keine Sprachkenntnisse. Der hat immer so ein bisschen hinterhergehinkt ist, ja. Und auch niemals auf Kosten anderer Menschen leben wollte. Aber gezwungen war, weil er nicht arbeiten konnte. Und das war alles nicht so einfach. Aber mit der Zeit er sich hochgearbeitet hat und uns Kinder als stolze Frauen erzogen hat, immer gesagt hat, hier, Kopf hoch, ja, so, du hast einen Wert, ja, und verkauf dich nicht unter Wert. Nicht nur bei Männern, sondern grundsätzlich. und aber auch für mich auch zu sehen, wie viel Aufopferungen eigentlich meine Eltern auf sich genommen haben, wie viel sie zurückstecken mussten und auch, manchmal sind ja, oder auch wie oft man nicht auffallen möchte als Ausländer, wie man sich zurücknimmt, damit man bloß nicht auffällt, ja. Und aber auch ihre eigenen Träume und Ziele zurückgesteckt haben, damit wir diese entfalten können. Und das ist mir in dem Schreiben aufgefallen. Und dafür bin ich, also all das, was wir heute, was ich machen kann und auch meine Geschwister, ist einfach aufgrund der Tatsache, dass meine Eltern für uns mehr wollten und dafür viel eingesteckt haben. Wie war das für deine Eltern, als sie das Buch in den Händen gehalten haben? Ja, ohne Worte. Also, ich kann
glaube ich, ich kann's, ich glaube, man müsste meine Eltern zu Wort fragen, aber die sind wahnsinnig stolz. Also, dass vor allem, dass ich ihre Geschichte nach außen trage, damit auch andere auch sehen, also man sieht ja jetzt nur dieses Bild von mir in der Öffentlichkeit. Aber da gibt es ja auch noch eine Person dahinter und auch ganz viele Menschen dahinter. Und dass man auch zeigt, ich bin ja nicht so anders. Ich bin auch das Kind von Migranten. Und ich weiß, was es heißt, zu dritten im Zimmer zu teilen. Und ich glaube, meine Eltern, die finden es schön, dass ich nicht vergesse, woher ich komme und auch mich nicht schäme davor, woher ich herkomme und auch anderen Leuten zeige, dass man so stolz sein kann. Ja, dass man so, und aber auch, dass man seinen Weg gehen kann, egal woher man kommt, egal was für ein Background man hat und auch unter welchen Widrigkeiten. Ich habe ja immer im Podcast die Frage, die ich jedem Gast stelle. Du hast sie mir ja schon mal beantwortet, die drei Weisheiten. Ich weiß nicht, kannst du dich noch erinnern? Ja, vorstellen? Ich war damals nicht vorbereitet, ich bin jetzt nicht vorbereitet. Aber ich habe auch eine bessere Idee gerade. Und zwar, wir stellen uns jetzt mal vor, nicht du würdest hier sitzen, sondern deine Mutter. Mm. Und ich würde zu deiner Mutter sagen, dass dass quasi alles, was sie irgendwann mal aufgeschrieben hat und gemacht war, dass es gelöscht ist. Und dass ich ihr einen weißen Zettel und einen Stift geben würde. Und sie fragen würde, wenn sonst nichts von all ihrer Weisheit mehr in dieser Welt sein würde, was würde sie auf dieses Blatt Papier schreiben? Was wären die drei Weisheiten, die deine Mutter aufschreiben würde? Die erste Weisheit, das ist auch ein Zitat, das ist mein erstes Zitat in dem Buch. Schau niemals auf die, die mehr haben als du und sei dankbar für all das, was du hast. Das ist so die erste Weisheit. Die zweite Weisheit wäre, ja, Mai. das ist so meine Mutter, das ist, die hat eine Leichtigkeit, die echt beneidenswert ist und die nimmt das Leben so, wie es ist und die Menschen so, wie sie sind und die lebt im Moment. Und wenn irgendwas nicht klappt oder irgendwie nicht so funktioniert, wie sie es vorgestellt hat oder sie zu spät kommt, was oft das vorkommt, dann sagt sie immer nur einen Satz, ja, Mai. so what, ja? Und die dritte Weisheit, haltet zusammen. Familie ist das Wichtigste und man hat in erster Linie nur sich. Und egal was kommt, achtet füreinander, nehmt Acht und seid füreinander da. So schön. Wo zieht's dich hin gerade? Was ist so bei dir, das, was jetzt, nachdem das Buch geschrieben ist, in der Welt ist, wo zieht's gerade dein Herz hin? Ich habe mir immer so, wenn ich hier ganz ehrlich bin, ich dachte mir so, am liebsten würde ich jetzt Baby haben. Würde ich jetzt schwanger werden und Mutter werden. Und dann dachte ich mir so, ich glaube, ich brauche einfach ein bisschen Ruhe. Und man verwechselt das mit Familienplanung. Aber, Das ist ein großer Unterschied. Genau. Sagt natürlich die keine Kinder hat, sagt so, oh, ich hätte, aber nein. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass ich mit dem Buch so ein Kapitel in meinem Leben auch nicht abgeschlossen habe, aber so niedergeschrieben habe und dass jetzt eigentlich so ein neues Kapitel beginnt. Und ich habe so die letzten 10 Jahre mich sehr in der Selbstentfaltung und das Entstehen und Kreieren und Schaffen und Weiterentwickeln und so. Und ich habe das Gefühl, jetzt würde ich am liebsten so ein bisschen häuslicher werden, ein bisschen
ankommen und auch mal zurückblicken und sagen, du musst nicht immer weiter und mehr, sondern es ist jetzt auch gut und es und vielleicht ein bisschen entspannter jetzt die nächsten Jahre angehen. Aber sage ich einfach nur jetzt, weil ich jetzt das anstrengendste Jahr in meinem Leben hatte. Und ja, aber ich glaube so. Sarah, es ist jedes Mal, ich bin immer so, mein Herz ist immer so weit offen, wenn ich einfach mit dir Zeit verbringen kann und du erzählst. Und es ist einfach jedes Mal so schön und so, ich finde, was ich an dir so liebe und so wertschätze, ist das, glaube ich, das, was du auch über deine Eltern gesagt hast, dass du so wertfrei bist, also dass du so in allem diesen Goldschatz irgendwie findest und das ist so powerful und so kraftvoll. Und ich glaube, dass das für ganz viele ein Riesengeschenk ist, da das auch sich abgucken zu können und zu sehen, dass alles immer auch sein Gutes hat und dass es auch immer eine Frage der Perspektive ist und was du, glaube ich, ganz stark von deiner Mama gelernt hast, was ich so schön finde. Und ich danke dir einfach auch, dass du hier diesen Raum auch nochmal aufgemacht hast, über wirklich die Flüchtlingsthematik zu sprechen aus einer Perspektive, die für uns alle sehr, sehr kraftvoll ist und sehr inspirierend und wo wir, glaube ich, alle in unserem Herzen gerade gespürt haben, dass wir eigentlich genau wissen, was das Richtige zu tun ist. Und dafür Dankeschön. Vielen Dank, dass ich überhaupt mich entfalten kann und dass ich darüber reden kann. Und du weißt ja, ich bin immer gerne hier, gerne bei dir und freue mich, dass wir Zeit gefunden haben. Ich danke dir. Dankeschön. Danke auch. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview genauso gut getan hat wie mir und dass du jetzt ganz voller Liebe bist und Freude bist. Und ja, wie immer freue ich mich natürlich, wenn du bei Instagram vorbeischaust, @LauraMarlinaSeiler, und mir deine Gedanken dalässt zu der Folge. Was war für dich vielleicht so die wichtigste Erkenntnis? Was hat dir gut getan? Was hast du für dich mitgenommen? Und ich freue mich riesig, von dir zu hören. Und wie schon am Anfang gesagt, du kannst dich jetzt für mein kostenloses Webinar anmelden am 29.11. um 18.30 Uhr. Und selbst wenn du live nicht dabei sein kannst, du bekommst natürlich die Aufzeichnung, wenn du dich dafür angemeldet hast. Und um dich schon mal energetisch einzutunen auf das Webinar, gibt es auch eine Meditation und ein PDF, was du dir jetzt schon mal direkt runterladen kannst. Und dieses Webinar wird tief transformierend und ich freue mich unendlich, wenn du da dabei bist. Und es wird auch wieder einen Adventskalender geben. Trag dich einfach für meinen Newsletter ein oder für die Higher Self Activation für das Webinar, dann wirst du auch automatisch von dem Newsletter erfahren, wie das alles funktioniert. Und wenn du mir auf Instagram folgst, kriegst du es dann eh mit. Und wie gesagt, es startet jetzt auch wieder die Awesome People Konferenz, eine wundervolle Online-Konferenz, die ich dir nur ans Herz legen kann und wo du dich jetzt auch kostenlos für anmelden kannst. Den Link dafür findest du auch in den Shownotes. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Es ist so, so schön, dass es dich gibt und fühl dich einfach von Herzen umarmt. Es ist so schön, dass es dich gibt. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Ich freue mich einfach so, dass wir hier Zeit miteinander verbringen konnten und habe jetzt einen fantastischen Tag oder schönen Abend. Rock on und Namaste, deine Laura.